Aber kann ich jetzt da auch hin? Muss ich jetzt... Finde einen Weg durch die Ruinen? Also muss ich jetzt... Okay. God, I hope this is over. Auf zu ruckeln! Ich verbiete es dir! Das ruckelt aber auch bei anderen Streamern, deswegen, das liegt nicht an mir. Das liegt nicht an mir! Mich trifft absolut gar keine Schuld. Der ist doch nie im Leben weg. Der ist nie im Leben ist der weg. Meine Güte. Oh, ja, ja, ich weiß. Ist dahin. Mal gucken, ob wir vielleicht doch nochmal wieder eine andere Kammerperspektive kriegen. Zum Beispiel auch hier durch können. Nein. Dann gehen wir runter. Eine Sequenz oder so. Was denn den Bolzi auspacken? Ja, der Bolzenschneider rettet einfach das ganze Spiel. Wir behalten den sogar noch richtig gut. Jetzt fällt die bestimmt, der Bolzenschneider fällt raus. Jedes Spiel auf dieser Welt. Sounds like. Ich glaube, hier mache ich eine kurze Pause und mache mir ganz kurzen Tee. Beste Stelle. Und auf YouTube, ihr merkt das gar nicht, weil ich schneide hier. Tschüss. So. Hallo zurück auf YouTube. Ich habe eine kleine Pause gemacht und mir einen Tee geholt. Wir spielen jetzt weiter. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das hier passiert. Okay. Sadness! Sadness? Sadness, is that you? Oh. Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness? I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty. But so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends... This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Maybe... You'd be better off somewhere else. Maybe I could send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why?
Aren't you afraid of the monster? I am. But it doesn't need me anymore. It wants you. And when it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's not just about me. It's you. You have to remember. The dream. The fire. The red house. Wait! What is the Red House? You were there, Marianne. With me. Das Waisenhaus, oder nicht? You were always with me. I'm so sorry. Lily? Oh, shit. Du warst immer da mit mir? Ist so komisch. Gone. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Ist das Waisenhaus in der Nähe von Neva gewesen? Spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Wahrscheinlich noch eine Puppe. Konzentriere dich auf die materielle Welt. Okay, das wollte ich. Okay. Eine Puppe. Wahrscheinlich über mir. Thomas, you were here. This was your place. Oh, ich habe da oben jetzt überhaupt gar nicht geguckt. Oh, ich habe wirklich nur hier unten geguckt. Sorry, ich mach gleich. Ich geh nochmal zurück, ich will das nämlich nach und nach machen. Steht da 6? So, jetzt aber. Da, ich habe nur unten geguckt. Wie? Are you looking for this little girl? I'm sorry, but father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away. Or I'll scream. Clever girl. Ja. Das, also ganz kurz, das war jetzt aber Lily. Also ich eine Sache verwirrt mich. Sadness. Ihr Vater ist der Neva-Typ. Aber ihr Vater, dachten wir, ist doch, aber es gibt ja auch mehrere Mädchen jetzt. Okay, weißt du was? Scheiß drauf, ich lasse das auf mich zukommen. Ich, könnte es in so vielen Richtungen gerade denken. Deswegen bin ich gerade so, war das jetzt nicht da? Okay. What the hell happened here? July 27th, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast.
Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much, exactly? And who the hell were they? Oh. Well, you're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them? Who are you running from, Thomas? Das würde ich auch gerne wissen. Well, you're one to talk. This was your bright idea. No, they're all fine. Da hat es wieder von vorne angefangen. Ich noch mal hier. Sie sagt, this looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Okay. Die Puppe. Mal gucken, ob eine Puppe reicht. Oder auch, lieber Chat, muss ich gerade noch mal kurz sagen, wenn ich jetzt hier mal was übersehe oder zum Beispiel nur auf die untere Welt gucke und oben und so, ihr könnt davon ausgehen, dass ich es irgendwann schon noch checke. Bitte ein bisschen Geduld dabei. So, die sammle ich rechtzeitig schon mal ein. Und es geht weiter. Boah, da oben die Figuren einfach. So. Da ist ja noch etwas. Oh, hey, a eunuch. Someone's got good taste. Power's out. Natürlich. Oh, ich bin so doof. Nein, nein, nein. Das weiß ich auch. Ich muss, So, jetzt lassen wir erstmal ganz in Ruhe gucken. Ich soll nach oben. Ja, wie komme ich denn nach oben? Kommen wir denn nach oben? Kommen wir vielleicht... hier aus ihm wieder ran. Da! Da vorne könnten wir wieder runter, okay. Da müssen wir uns ja leider immer beeilen. Mal hier gucken und sammeln nochmal Neues auf. Okay. Oh, shit. The thing's unstable. I can't keep it running for too long. Hauptsache, wir haben noch was mitgenommen. Power's out. Hä? Ach, ich muss da jetzt, muss ich jetzt nach oben aufmachen oder was? Ah, scheiße. No. Oh, jetzt habe ich doch einen Denkfehler gehabt. Oh, das ärgert mich jetzt sehr. Das, ach, der Bolzenschneider. Okay, wir brauchen einen Hebel. Okay, ich werde es rausfinden. Hier habe ich jetzt gerade alles nachgeguckt, ne? Das da war das auch. War sonst noch irgendwas hier? Oh Gott, habe ich was übersehen? Ich würde das gerne abhören, das Ding. Jetzt muss ich echt wieder oben, unten, oben, unten. Und wir hatten das da angemacht. Wanderhosen. Ach komm, egal jetzt, egal. Nach oben.
jetzt deiner alles gucken. Hatte der noch nicht genug Energie? Kann natürlich auch sein. Oder muss ich den vielleicht jetzt erst einschalten? Hat das noch nicht gereicht? There we go. Auf Zeitding, okay. Ich brauche immer noch einen Hebel. I'm confused. Ist das noch nicht ganz? Drauf geschissen, ich mach's einfach nochmal. Ich mach's einfach nochmal. Ja, ich bin gerade mega verwirrt. Ich muss sowieso erstmal zu der Stelle hin. Dankeschön, Adi, gesagt, aber ich kann gar nicht vorlesen, wenn live bin. Klärt sich gleich alles. Es klärt sich gleich alles. Leichtes Brain AFK, Ellie. Man kennt es nicht anders von mir. Beeil dich, beeil dich, beeil dich zurück. Gehen wir mal da hoch. Und jetzt da hoch. Da haben wir aber gerade schon gesehen, dass der wieder aufgegeben hatte, ne? There we go. Okay, das geht nicht mehr. Gut. Der hat aber noch was. Warte mal, hat er noch was angemacht? Scheiße, ich bin halt echt, ey. Oh, wie nervig. Ich will jetzt nicht an so einem Pipi-Rätsel hängen. Was ist denn jetzt los? Was ist mit diesem Kackding hier? Kann ich jetzt hier runter oder was? Nee, auch nicht. Doch, warte mal, klar, ich kann da runter. Jetzt sehe ich die Treppe. So, guten Tag. Ah, schwere Geburt, schwere Geburt. Gomenne. Gomenne. Ja. Botzenschneider. War aber zuerst wirklich nicht als Kette erkennbar. Krabbel da durch. Safe. Super safe. Achso, macht sie von alleine. Was this? The Red House? It was then I knew. This was the place. The answers were right in front of me, buried among the ashes. There's got to be something left. Da vorne, bevor ich da reingehe. Da vorne sehe ich doch was. Brandstiftung? Goddamn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Das würde ich auch gerne wissen. Du
think you're tough. When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside? Was she? Was I? Ich weiß nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Geht's ja überall nicht weiter. Ich suche das abgebrannte Haus. Es wird ja so schwierig, diese zwei Bildschirme einfach im Auge zu behalten. Was haben wir hier? Oh nein. Die Errungenschaft hat gespoilert. Okay, let's see who you really are. You fuck. Come on. Tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Why don't we? Or that? Yeah, work too, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That little shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my Speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What makes Thomas tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Well, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then... over. In comes the heroic Red Army, and they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. What is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you?
hurting people, like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were, free at last, but always on the run. And look at you, almost made it. But you had to use this power ears again. And on whom? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes. Oh, no, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. Save yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! You're still in there, Thomas. Will you show me now? I will, Conrad. Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay, gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Huh? Ja? Ist das so? Ist das so? Boah, jetzt sind aber so viele Informationen. All work and no play, are you, Henry? Henry. All right. Let's see what makes you tick. Oh, das Krasse ist halt, ich kam eigentlich gut mit. Ich kam relativ gut mit. Und man kann jetzt auch immer noch gut mitkommen. Ich habe halt diese Lücke dazwischen. Ne? Ich habe diese Lücke dazwischen von den Aufnahmetagen. Und ich kam aber heute auch noch bis zu einem gewissen Punkt ganz mit. Und dann hatten wir ja auch die Rose und so. Und das war ja alles so super dramatisch. Und Richard wurde ja dann, da wurde ja die Seele zerstört. Wir haben Thomas richtig kennengelernt. Und, aber irgendwo, am gewissen Punkt bin ich hängen geblieben. Zum Beispiel mit Henry. Henry ist ja die Troy Baker Stimme. Und, Henry ist auch das Monster. Weil das ist ja auch die Troy Baker Stimme. Henry war der Besitzer von Neva. Ich gucke gerade mal auf dem Chat, ich würde das jetzt gerne mal richtig stellen kurz. Henry war der Besitzer von Neva. Francis war ja der von den Postkarten. Lily war die Tochter von Henry. Lily war doch die Tochter von Henry. So will ich das, ich muss einen Tee trinken. Von Thomas, ja, eigentlich schon, aber von Thomas, das meine ich ja, das passte nicht, weil es wurde ja auch gesagt, von Thomas würde ich auch sagen, eigentlich, ne? Deswegen bin ich aber, Henry war, weißt du was, wir machen jetzt erstmal weiter, sonst wird auch gespoilert im Chat, habe ich gerade ein bisschen Angst vor. Nicht, dass ich euch das unterstelle, aber...
Okay. Wir Sadness, Tochter von Thomas. Er sagt, die Zeit läuft hier etwas anders. Ich kann sie immer noch retten. Das hier sieht mir alles sehr abgekokelt aus. No way across. Guess I'll just make my own. Oh, ich kann Objekte bewegen. Ja. Ihr solltet eure Kräfte vereinen. Das ist ganz cool. Der eine kann das, was der andere nicht kann. Das ist cool. Fuck. Das ist halt so ein... Das sind irgendwelche Akten. Dingens da. Beauty da. Das sind irgendwelche Akten. Schränke. Wir hören eine Schreibmaschine. Tut mir leid, wenn ich echt jetzt doch ein bisschen verwirrt bin. Ich kann mal nicht relativ gut mit. Aber man soll ja auch nicht mitkommen. Warte, der kleine Hände an seinem Rücken. Bitte sag nein. Boah, sieht das hier krass aus. Puh. War so grausam gerade. Die Szene war super grausam. Hier, guck mal. Die sind da noch drin. Alter. Toll, du hast eine sexy Stimme, aber das geht überhaupt gar nicht. So, wir gucken aber mal. Wir kriegen das bestimmt alles noch erklärt. Und wenn nicht, dann erklären wir uns das nämlich am Ende gegenseitig. Das ist übrigens ein Pluspunkt für YouTube dann, dass ich am Ende vielleicht nochmal mit dem Chat ein bisschen über das Spiel rede und wir so dann mal zum Abschluss etwas rausgefunden haben, weil die Lücken bei mir dann auch gefüllt werden, weil jemand vielleicht woanders aufgepasst hat. Da ist ein Spielzeug, ein Holzpferd. Ein Spielzeug-Holzpferd. Das ist bei ihm so krass, ne? Dieses Weltenwechseln ist so krass bei ihm. There you are. At least the part of you I'm after. Das erste wäre sie, aber so voll ein Arm fehlt, ist es nicht. Ganz kurz, wir dürfen nämlich nicht vergessen, das Mädchen am Anfang, das ja noch erschossen wurde. Es sind so viele Mädchen hier, es ist ganz furchtbar. Aber ich lasse mich treiben. Ich muss ja nicht immer sofort auschecken. Oder überhaupt. So. Finde einen Weg, Henry aufzuhalten. Ich hatte es immer noch für... Fallakte. Codename Metzger. Verdächtiger Jacob Wilk. Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegalen Handel. Ermittler Henry Wilk. Oberwachtmeister. Henry Wilk. Verdächtiger Jacob Wilk. You know why you're here. I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? Somebody. I'm sorry, Henry. War das jetzt sein eigener Bruder, den er gerade zum Tode da quasi verurteilt hat, weil er seinen Job so ernst nimmt? Da macht er selbst davon nicht halt.